Guten Tag und willkommen zu Part 11 von Donkey Kong Country Tropical Freeze. Wir sind in der Welt 4 angekommen und zocken direkt los mit dem ersten Level Playa del Kong. Auf geht's. Laden tut es wie immer sehr, sehr lange. Schön. Aber ja, jetzt können wir endlich zocken. Wissen tue ich von diesem Level, beziehungsweise von dieser Welt generell, nicht mehr wirklich was. Weil ich meine, ich habe so ungefähr auch bei dieser Welt aufgehört zu spielen auf der Wii U. Und ich habe gerade geschaut. In meinem Privatspielstand habe ich auf der Switch aufgehört zu spielen. Bei Welt 4 Level 2. Allerdings, naja, es ist halt eine Wasserwelt und ich kann mich tatsächlich an ziemlich wenig von dieser Welt erinnern. Also wird es auch wieder so halb blind sein. Worauf ich mich allerdings auch sehr freue. Weil dann ist es wieder eine schöne, neue Spielerfahrung für mich. Bevor war das immer so, ja komm, ich kenne das Spiel ja eigentlich schon. Hab nicht wirklich Bock, das dann nochmal zu spielen. Aber jetzt ist es wieder soweit. Dass es, in Anführungsstrichen, neue Level für mich gibt. Aha. Das hier ist wahrscheinlich auch schon das erste Puzzleteil, was ich hoffentlich direkt bekomme. Ja. Nice. Und schauen wir einfach mal, was sich so in den Tiefen dieses Levels verbirgt. Aha. Kein Puzzleteil. Okay. Hier können wir uns immer neue Luft holen. Das ist sehr nützlich, weil ein Affe kann nicht unter Wasser atmen. Wer hätte es gedacht? ja. Und hier auch. Alles klar. Okay. Und deswegen habe ich Dixie mitgenommen. Obwohl, Moment. Nee, da kommt man auch noch mit dem normalen Schub runter. Aber ich nehme halt Dixie immer sehr gerne mit bei solchen Unterwasserleveln, weil es manchmal eben auch Strömungen gibt, wo man sie braucht. Und ich denke, ich gehe am besten nochmal zurück, um mir hier Luft zu holen, weil ich nicht weiß, wo die nächste Luftquelle sein wird. Weil verrecken ist hier nicht wirklich eine Option. Okay, können wir den? Ja, den können wir schön wegmachen. Wobei, was mir auch direkt auffällt, ist, Unterwasserwelten sind jetzt nicht so das Allergeilste. Es gibt... Oh, keine Luft mehr oder was? Hä, was passiert? Hatte ich echt keine Luft mehr? Okay. Ja, es gibt auf jeden Fall bessere Weltentypen. Für mich zumindest. Die mir dann auch mehr Spaß machen. Aber ich habe so im Sinn, dass die Unterwasserlevel hiervon auch ziemlich nice sind. Also mal schauen. Mal schauen, was mich hier so erwartet. Ich habe auch jetzt ein bisschen an den Audioeinstellungen nochmal dran rumgespielt. Also an der Mikrofonlautstärke. Und ich hoffe, das passt so. Weil ich habe es ein bisschen leiser gemacht. Weil das halt so in einem gelben Bereich war. Ich habe halt so eine Anzeige, wie laut ich spreche. Und wenn ich gesprochen habe, war es halt manchmal in einem gelben Bereich. Deshalb dachte ich mir, ja,
Vielleicht übersteuert das dann mehr und dann ist es vielleicht besser, das leiser zu machen und dann manuell hochzuregeln, die Lautstärke. Anstatt, dass es jetzt so mit einer schlechten Qualität aufgenommen wird. Ich hoffe, man versteht, was ich meine. Und wenn nicht, ist ja auch nicht so schlimm. Ich hoffe einfach nur, dass es sich gut anhört. Mehr ist ja im Prinzip auch nicht wichtig. Okay, mit dem KONG sieht es auch schon mal gut aus. Wir haben zumindest noch nichts verpasst. Wie in diesem einen Feuertanz-Limbo hieß das, glaube ich. Das Level, wo ich einfach mal das N übersehen habe. Unglaublich. Da dachte ich mir auch hinterher so, okay, ja, ich verstehe, woher das kommt, weswegen ich das nicht gesehen habe. Aber nötig war das jetzt nicht. Weil das, diese Buchstaben sind ja so orange-gelb. Und das Feuer ist auch so orange-gelb-rot. Und ja, da kann man das schon mal mit dem Feuer vertauschen. Vor allem, das war ja auch etwas weiter unten. Und ja, es ist okay, man kann es nachvollziehen. Aber wie gesagt, nötig war das nicht. Auf keinen Fall. So, hier geht's runter, das sehe ich doch. Und sogar ein Puzzleteil. Alles klar, krass. Ich finde die Musik von diesen Unterwasserleveln aber auch so geil. Da wäre mir fast wieder Luft ausgegangen. Oh, hier brauchen wir Dixie. Also brauchen nicht, aber ist halt sehr nützlich. Wir kriegen tatsächlich nichts dafür, dass wir die ganzen Bananen einsammeln. Schade. Das war jetzt etwas blöd. Aber kann man nichts machen. Und hier erinnere ich mich noch, dass es hier ein ziemlich fieses Secret gab, was ich allerdings, da muss ich mich auch mal selber loben, direkt gefunden habe im ersten Versuch. Denn man kann jetzt hier weitergehen. Allerdings verrät einem diese Elektrik im Hintergrund, also diese Mechanik da. Da scheint sich wohl irgendwas getan zu haben. Hier hinten. Und ja, so ist es auch. Hier gibt es nicht nur das Puzzleteil. Ja, und hier braucht man Dixie zwingend. Sonst kommt man hier nicht weiter. Also hier gibt es nicht nur das Puzzleteil, sondern auch einen Secret Exit. Jetzt will ich mal das DK nochmal haben. Was? Was machst du, Donkey Kong? Ah, dumm. Alles klar. Ja, gut. Haben wir es halt nicht bekommen. Das KONG auch nicht. Die Puzzleteile auch nicht ganz. Aber dafür haben wir halt schon mal den Secret Exit. Und frischen sich eigentlich die HP wieder auf, also die Herzen, wenn man aus einem Level rauskommt. Ja, komm, können wir überspringen. Und ja, tatsächlich, die frischen sich wieder auf. Krass. So, und da gab es einen kleinen Fehler in der Technik. Entschuldigung dafür. Aber egal. Ich habe jetzt einfach das Level neu gestartet. Und jetzt dürft's wieder passen alles. Ich denke, da ist nicht so viel rausgecuttet. Aber
Egal. Einfach das Level neu starten. Nochmal aufnehmen. Und fertig. So. Was? Ach komm. Der braucht aber auch viel zu lange, um... Es wäre fast schon wieder passiert, ne? Er braucht viel zu lange, um sich umzudrehen. Das ist extrem schlimm. Und hier hätten wir fast Dixie verloren. Alles klar. Okay, ja gut. Die Neuaufnahme läuft bis jetzt nicht so wie geplant. Aber okay. Ich denke, da wird niemand was gegen haben, wenn es ein paar mehr Fails gibt. So. Und hier klatschen wir jetzt einfach mal die Special raus. Können wir uns hier ein paar Herzen holen und dann ist das alles gar kein Problem mehr. Moment, wurde durch die Herzen die Luft wieder aufgefüllt? Boah, also ich bin ja komplett aus dem Spiel raus. Krass. Wie dem auch sei. Ich denke, wir haben bis zu der einen Stelle, wo ich halt durch das Portal gegangen bin, haben wir alle Puzzleteile eingesammelt. Deshalb, ja, brauche ich hier gar nicht mehr zu suchen, sondern muss eigentlich nur noch durch das Level durch. Und ich werde das jetzt auch einfach mal nicht schneiden, weil... Warum auch? Bisschen mehr Content schadet, glaube ich, nicht. Ich meine, wenn ich hier durch muss, dann müsst ihr das auch. Ja, okay. Ich sollte vielleicht nicht so oft den Spin einsetzen. Weil der ist echt schwer zu kontrollieren. Besser ist es, wenn man hier mit diesem... Ja, mit diesem ganz normalen Schwimmen durchgeht. So. Hier nehmen wir uns nochmal das Dixie-Fass. Warum auch immer ich das getan habe. Ich meine, Herzen haben wir nicht verloren. Ja, komm, ernsthaft? Ich wollte gerade sagen, bevor ich jetzt hier irgendwie noch ein Herz verliere, wegen den Affen da, wo es mir sowieso nichts bringt, den zu killen, gehe ich einfach weiter. Dann schwimme ich richtig dumm in diese Dornen einfach rein. Hier machen wir einen Spin, dann ist der weg. Hier machen wir noch einen Spin. Nice. Und ab hier müssten wir dann wieder aufpassen auf eventuelle Secrets. Okay. Also irgendwas ist heute... irgendwas ist heute falsch. Ja, und ich glaube, hier war es auch ziemlich böse. Nee? Doch nicht. Okay, ich dachte, hier wird jetzt so eine Passage kommen, wo man ganz schnell durch muss. Oder schnell durchgeschossen wird, wo man dann den richtigen Weg gehen muss, dass man noch einen Puzzleteil bekommt. Oh, und das war auch ziemlich knapp. Und hier können wir wieder unsere HP auffüllen. Wunderbar. Ich weiß nicht genau, ob man hier alles einsammeln muss. Ich denke, ich werde es jetzt trotzdem machen. Bei, nee. Muss man wahrscheinlich gar nicht, ne? Oh, schnell. Luft. Hier unten muss man aber alles einsammeln. Da bin ich ziemlich sicher. So, und du? Ernsthaft? Auch Donkey Kong. So, mach den jetzt. Ich sag einfach nichts mehr dazu. Oh Mann, ey. Ja, komm. Erstmal Luft holen und dann hier das Puzzleteil gönnen.
Und dann geht's weiter. Ja, ich wusste, das ist eine dumme Idee, hier alles einzusammeln. Vor allem, weil man es noch nicht mal, wahrscheinlich noch nicht mal machen muss. Hier hole ich mir aber erstmal Luft und gehe dann nochmal zurück. Oh. Knappes Ding hier. Knappes Ding. Vor allem, weil ich sowieso Probleme mit dieser Physik habe. Physik? Egal. Mit dem Schwimmen halt. Da habe ich sowieso meine Probleme mit. Muss man auch dazu sagen, ist halt relativ schwer. Vor allem, weil Donkey Kong nicht immer das macht, was man machen will. Boah, okay. Ja, das war die fiese Stelle, die ich angesprochen habe. Und wir kommen hier tatsächlich auch ganz knapp durch mit einem Herz. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, ich kriege das etwas besser hin. Aber es ist dann zumindest nochmal spannend geworden gegen Ende. Und hier wird es auch nochmal spannend. Weil die Zeit geht mir auch so langsam aus. Ich schaff's halt echt nicht mehr, ne? Nein! Oh mein Gott! Ich muss das Level nochmal spielen. Nein! Das Level ist halt noch nicht mal gut. Ich hasse Unterwasser-Level. Wenigstens ist es nicht so ein Quatsch, der irgendwie dann dunkel ist oder da ist dann nur ganz selten irgendwie so eine Luftquelle oder so. Ist halt noch ziemlich gut machbar, aber es fuckt halt trotzdem ab, dass ich diesen Müll jetzt schon zum dritten Mal spielen muss. Naja, egal. Ich werde das aber off-cam machen, wie schon gesagt. Ich werde immer die Sachen off-cam nachholen. Könnt ihr dann irgendwo anders nachschauen, vor allem. Ist ja jetzt klar, wo das Puzzleteil ist, das letzte. Und wir machen einfach erstmal weiter. Mit Aquatech. Ah, cool. Sogar mit dem Soundtrack. Von Donkey Kong Country Tropical Freeze. Diese Challenge mag ich halt auch nicht. Aber ich krieg das ziemlich gut hin. Alles klar. Let's go. Okay, war jetzt gar nicht so schwierig. Hab mir auch ziemlich viel Zeit lassen können, aber... Ach, keine Ahnung. Ich mag die Challenge einfach nicht. Vor allem diese unteren Bananen. Ach, das ist ein... Kart-Level. Okay. Also wie gesagt, die unteren Bananen sind halt schwierig zu bekommen. Weil man da auch gerne mal runterfällt.
Ach, dieses war das. Ja, ja, okay. Ich erinnere. Alles klar. Der frisst einfach mal den flammenden Tiki weg. Okay, hier. Na gut. Hier gibt es zwei Herzen, wollte ich sagen, die relativ unnötig sind, aber... Was? Aber wenn man sich so dumm anstellt wie ich, dann braucht man die anscheinend. Aber ich habe mich da doch gerade geduckt. Hä? Oder war es zu spät? Ja, anscheinend war es zu spät, aber... Als ob. Ich habe mich doch geduckt. Komisch. Ne, das ist assi. Das war assi. Aber egal, ich muss den Level sowieso nochmal spielen. Wegen dem einen Puzzleteil, was ich direkt am Anfang verkackt habe. Eigentlich ziemlich arm, aber naja. Egal. Die Level machen wenigstens Spaß. Die Loren-Level. Dumm. Ich bring mich mal um. Hallo? Okay. Weil KONG muss ich jetzt nicht nochmal sammeln, ehrlich gesagt. Das brauche ich nicht unbedingt nochmal. Und ich wusste auch schon, dass man sich hinterher für einen richtigen Weg entscheiden muss. Dass man darauf Acht geben muss, dass man auch wirklich richtig springt. Deshalb ist es nochmal umso ärgerlicher, als ich da gerade das G verkackt habe. Aber naja, ist ja auch vollkommen egal. Bringe ich mich halt um, machen wir es nochmal. Ich kriege die ganze Zeit das Kauen, da quatscht das DK nicht, ne? Fuck. Drei fehlen? Alles klar. Okay. Aber ich denke, das mache ich sogar on-cam. Das nochmal spielen. Weil, wie gesagt, diese Loren-Level sind halt einfach geil. Und ich denke, sie sind auch schön zum Anschauen. Also, let's go. Was war das denn gerade? Da hat's kurz geleckt bei mir. Ja. Dumm, aber eigentlich egal. Ich weiß gar nicht, muss man vielleicht alle Bananen einsammeln irgendwo? Das habe ich nicht gemacht an einer Stelle. Ja, kein Plan. Ich denke, ich werde es gleich sehen. Okay, da ist auf jeden Fall eins erschienen. Das habe ich allerdings schon gesammelt. Oh. Ups. Falsche Stelle. Ah. Ich dachte, wir könnten jetzt hier die Titelmelodie hören, während wir Kart fahren, aber nein.
Das war nur für die eine Stelle, wo ich... an Land war. Da oben beim Schweinchen. Und ich frage mich auch gerade, was genau da passiert ist. Bin ich zu kurz gesprungen? Bin schon wieder geduckt, aber ich werde wieder getroffen. Das ist so lächerlich, einfach nur. Ja, komm. Vielleicht bin ich auch einfach kacke in dem Game. Kann auch sein. Aha, jetzt haben wir es aber. 2 von 3. So, jetzt ist die Frage, wo befindet sich das letzte Puzzleteil? Da muss man sich irgendwo fallen lassen, wo man denkt, dass man springen muss. Da bin ich zu spät gesprungen. Och Mann. Ich mag aber auch diese Kamerafahrten. Die sind echt nice. Ich würde mich eigentlich gerne nochmal umbringen. Weil ich denke halt, man muss da alles einsammeln. Also auf der einen Seite. Damit man an Puzzleteil kommt. Sonst wüsste ich halt echt nicht, wo man das Puzzleteil herbekommen soll. Hä, man bekommt das aber auch gar nicht. Alles. Man muss ich einfach früher rüberspringen. Ja, man muss einfach nur früher rüberspringen und dann hat sich das. Aber nein, hier gibt es tatsächlich kein Puzzleteil für alles einsammeln. Sehr komisch. Sehr komisch. Aber naja, dann würde ich sagen, das war's erstmal für diesen Part. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ich schaue dann einfach offcam nach, wo sich das Puzzleteil befindet. Bis zum nächsten Mal und ciao.